Willkommen zurück zu Master Reboot. Wir stehen hier vor der Fliegenerinnerung oder Flugerinnerung. Und ja, ihr seht eigentlich auch, dass sie geschafft wurde. Problem war allerdings nur, dass nach dieser Erinnerung ist irgendwie das Spiel abgestürzt. Und dann dachte ich, ihr hättet es nicht mit dazu gezählt, dass es geschafft worden war. Deswegen habt ihr da auch kein Video von bekommen. Deswegen wiederholen wir diese Erinnerung doch mal. Ich weiß jetzt halt, wie sie funktioniert. Deswegen denke ich, dürfte es relativ schnell gehen, hoffentlich. Da ich beim ersten Mal gefailt habe, war auch ziemlich witzig. Hätte man sehen sollen. So, das Mädchen taucht auf. Und unsere Aufgabe besteht im Grunde genommen darin, erstens nicht gefasst zu werden. Das ist ganz wichtig. Oh, what the fuck, die kommt schon wieder zurück. Die Karten aufheben. Ich weiß nicht mehr, wo die waren. Zu 100%. Oh, wie duckt man sich nochmal? Okay. Muss halt warten, bis sie nochmal vorbeiläuft. Ab und zu sieht sie einen. Das finde ich dann sehr merkwürdig. Ja, wie in dem Fall. Also an einigen Stellen wird man gesehen, an einigen nicht. Finde ich sehr merkwürdig. Und man muss dann halt wieder von vorne beginnen. Ich kann mal gucken, wo die... Oh, what the fuck? Okay. Ich weiß gar nicht mehr, wo die Karten waren. Das macht es jetzt ziemlich blöd und schwierig. Aber es gibt auch irgendwo einen Gang, wo man sich gut verstecken kann. Ich glaube, der hier war es sogar. Wobei, sind wir wieder so nah am Anfang. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Nein! Okay. Habe ich so jetzt nicht mehr in Erinnerung, dass man so früh gesehen wird mittlerweile. Das war Nummer 1. Dann bleiben wir jetzt doch mal hier. Wo waren die anderen Karten? Die sind auf jeden Fall auch hier irgendwo an den Sitzen. Ich weiß aber nicht mehr an welchen. So, hier sieht sie einen nicht. Ein bisschen vorsichtig sein. Wo waren die denn? Da war eine Ente. Die hatte ich allerdings schon. Da ist noch eine. Wir gucken, dass wir uns wieder verstecken. Ich weiß halt nicht wo. Das ist das Problem. Bitte, sie sieht uns hier nicht. Wie gesagt, es gibt Stellen, da sieht sie einen wirklich nicht. Aber diese Laufgeräusche. Oh man, das ist lame. Wollen wir jetzt nicht weismachen, dass es wirklich nur diesen einen Sitz gibt, auf einmal. In dem wir uns verstecken können, das wäre ja richtig blöd, weil ich muss ja auch irgendwie da rauskommen. Und ich kann da ja nicht rauskommen, wenn sie hier anfängt, sich umzudrehen. Ich weiß nicht, ob wir schneller rennen als sie. Ich glaube nicht. Okay, die zweite Karte hatten wir noch. Wo war... Wo war die dritte? Na komm. Vielleicht funktioniert es, wenn wir sie nicht angucken. Probieren wir es doch mal.
Yes. Sehr gut. So, anschließend hier rein. Und durch diesen Schacht. Der auch so jetzt ziemlich creepy wird. Weil... Oh, erstens wird es extrem dunkel. Und gleich sehen wir auch, oh, was noch passiert. Und dann sind wir erstmal am Arsch. Genau das meine ich. Shit. Oh, what the fuck? Lass mich doch. Oh, die ist coming to uns. Yes. Oh, mein Herz, Alter. Yeah. Okay, wir haben es geschafft. So, taucht sie nochmal auf. Und wir können hier an dieses Bild. You will not conquer death. I will see see to that. Das brauchen wir. Und stellen das hier drauf. So, also ihr seht schon, es gibt keine Piloten. Das heißt, wir dürfen dieses Ding steuern. Aber fliegen tun wir nicht. Sondern wir landen hier draußen und das Flugzeug stürzt ab. Natürlich landet es, oder hat es vor, direkt auf uns zu landen. Und wir müssen hier diese tolle Brücke entlang rennen. Ihr seht die Säulen links und rechts. Und gleich dürft ihr sehen, was die so vorhaben hier. So uns platt machen. Wow. Das war nochmal knapp. Also hier geht's noch. Gleich kommen wirklich Säulen, die sind unberechenbar. Also sowas wie das hier zum Beispiel. Wobei das zum Glück noch ging. Also müssen uns wirklich beeilen, weil wenn das Ding uns trifft, ist es verloren. Ups, zu früh gesprungen. Ja, ich hab's gesehen. Das Problem ist, man fängt nicht wieder von vorne an, wenn man einmal runterfällt, sondern die Zeit läuft weiter. Und das macht's eben so schwierig. Oh, what the fuck? Könnte knapp werden, wenn jetzt kein Ding mehr runterfällt. Was ich jetzt nicht glaube. Ah, doch. Jetzt das Ding auswählen. Yes. Und hier sind wir. Haben die Flugerinnerung hinter uns gelassen? Also für mich jetzt zum zweiten Mal, für euch zum ersten Mal. War recht spannend. Jetzt kommt Fairground. Ja genau, das ist so eine Art Fest oder sowas. Also man sieht Riesenrad hier. Die Erinnerung kommt jetzt als nächstes. Wird hoffentlich etwas fröhlicher. Als die anderen. Ja, sieht zumindest nicht so aus. Okay, hier dürfen wir nicht raus. Und da oben, das Ding müssen wir wohl erreichen, aber die Frage ist, wie? Oh Gott, wie unheimlich. Oh, da ist ein... Boah, Alter. Oh, Geld. Geld, 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 Geld. Eine Ente. Den Teil eines Bildes. Von irgendjemandem. Ringe werfen können wir nicht spielen. Alter, die Musik, gell? Also für mich ist es gerade relativ laut. Weiß nicht, wie es für euch ist.
Oh. Oh, schade. Komme ich nicht hoch? Okay, irgendwo war das kleine Mädchen eben. Immer wenn die Melodie kommt, dann war sie irgendwo. Können wir hier irgendwas machen? Eine Ente. Trouble in Paradise. Gut, das lese ich jetzt erstmal nicht vor. Oh, was haben wir da hinten? Damit kommen wir wieder zurück. Okay. Ups. Ich habe eine Münze. Soll ich es riskieren? Gerade eben war doch da irgendwo eine Hand. Da. Ja, komm. Irgendwas kriege ich doch raus. Kostet zum Glück gar nichts. Ah. Je nachdem, was wir kriegen, geht unser Pferd weiter nach oben. Ah, verdammt. No. Wir brauchen anscheinend Birnen. Ah, okay. Nein. Ich will gewinnen. I want to win. Alter. Wir brauchen Pferdesymbole anscheinend sogar. Ja, noch ein oder zwei. Ja, noch eins. Yes. Ah. Oh. Nee, oder? Da ist das kleine Mädchen drin gefangen. Hallo? Oh, ich will nicht, dass sie rauskommt. Oh, Mann. Okay, das haben wir. What the hell? Okay, okay, okay. Da geht's auch noch lang. Alter. Wie groß ist denn diese... diese Welt hier? Autoscooter. Kann ich nicht auch damit irgendwie fahren? Doch. Oh. Ah. Ich verstehe so ein bisschen. Ups. Genau. Ich muss hier nämlich in die Ecken reinfahren. Sieht jetzt nicht so schwer aus. Einfach mit der E-Taste anschubsen, die Dinger. Nein, nein. Sehr gut. Das waren alle vier. Okay, das ist Laser Nummer 2. Was gibt's denn noch? Zwei Sachen haben wir schon. Oh, man kann hier hoch. Auch irgendwas. Eine Ente. Der Magnificent oder Magnificent Seren. Cut my strings to find your salvation. Okay.